Wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Scharf TV. Ich bin die Sarah von Scharf Production und in dieser Folge werde ich eine Karte basteln mit Stempeln und Aquarellfarbe. Du kannst die Farbe hier oben schon liegen sehen. Ich habe mir verschiedene Farben ausgesucht. Einmal ganz normale Farben, aber zusätzlich auch metallische Farben. Aber als allererstes erzähle ich dir mal, was ich hier überhaupt vorhabe. Ich möchte dieses Mal eine an sich sehr einfache Karte gestalten, die aber, wie ich finde, eine große Wirkung am Ende haben wird. Ich habe hier das Motiv aus der aktuellen Maddie Box der Sommer Edition 2024 gewählt, die Schildkröte, und möchte diese nun ganz präsent in den Vordergrund stellt. Dafür habe ich mir überlegt, dass ich hier auf jeden Fall das Meer aquarellieren möchte und man den Blick von unten sozusagen wie als Taucher hat und nach oben hin zur Meeresoberfläche schaut, wo man dann von unten gesehen quasi die Schildkröten langschwimmen sieht. Und es ist ja nun so, dass je höher man im Wasser kommt, desto heller wird es auch. Deshalb stelle ich das auch so dar, dass man in der Mitte das Hellste hat und nach unten hin zur Seite, dort wird es immer dunkler. Ich aquarelliere hier mit einem Wassertankpinsel, weil ich finde das eigentlich viel angenehmer als mit einem normalen Pinsel, weil da kannst du mit dem Wasser wirklich richtig schön spielen. Du kannst einfach, wenn du etwas hinten auf den Pinsel drauf drückst, das Wasser vorne an der Spitze sehr gut variieren. Das funktioniert natürlich auch mit jedem anderen Pinsel, aber ich finde das mal einfacher. Man braucht kein Wasserglas, sondern ich habe mir dafür zum Beispiel auch einfach das Schwammtuch nebenan hingelegt, wo ich nun den Pinsel immer ausstreichen kann. Außerdem habe ich es hier so gemacht, dass ich mit der hellen Farbe in der Mitte angefangen habe und habe mir hier als Helfer den Schnellstempler Hans-Peter geschnappt, die Aquarellfarbe dort drauf gegeben mit etwas Wasser und mische nun einfach für jeden Step, den ich dunkler werde, etwas mehr Farbe hinzu. Am Anfang habe ich das mit einem dunkleren Blau gemacht und je dunkler es wurde, habe ich es dann mit einem Schwarz gemacht, dass das Blau wirklich richtig schön dunkel wird, so wie es im Meer meistens ja auch ist. Diese Karte ist wirklich sehr einfach, weil ich habe einfach nur 3 Stempelabdrücke gemacht und ein bisschen mit Wasser und Farbe gespielt. In Anführungsstrichen. Ich bin gespannt, wie dir dieses Projekt gefällt. Erzähl mir das super gerne in den Kommentaren. Und im Anschluss verlinke ich dir nochmal das Unboxing von der Sommer Edition 2024, denn dort siehst du noch viele weitere Beispiele mit der Schildkröte.